und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Ultimate Team. Mit mir, dem Pen, natürlich. Am Stizzle, mein Nizzle. So, und heute ist von meiner Seite eine besondere Folge, da ich mich das erste Mal in Footdraft versuchen werde. Mit diesem kostenlosen Coin, den man da hat. Dann werde ich mich jetzt reinarbeiten. Und, ja, Preise. Möchtest du dir einen Draft-Token verwenden, um teilzunehmen? Ich sehe. Ich weiß, das ist ganz halt auf einer Stelle. So. Schwere Entscheidung. Ja, komm. Fuck off, das ist eine Wichs-Aufstellung. Fuck. Ja. Dann. Boah, das sind aber scheiß Aufstellungen. Ne, dann nehme ich aber die 4, das 4-4-2. So, wir nehmen das 4-4-2. Tschüss. Boah, Alter, was eine Entscheidung. Ah, dann lieber Ronaldo als Kapitän. Wir nehmen zuerst den Torwart. Wen kriegen wir da? Nehmen wir natürlich den Ter Stegen. Das andere bleibt dann übrig, auch wegen dem Link und sowas. Weil, spanische Liga. So, wir nehmen den Linksverteidiger als erstes. Da kriegen wir... Ja, nehmen wir mal... den Spanier. Innenverteidiger, den ersten. Boah, das ist jetzt... Man muss Tafi, weil spanische Liga. Oh, grüne Link, nice. Ja, es ist mein erstes Footdraft überhaupt. In FIFA 16. Und hier die erste Folge besteht jetzt erstmal darin, hier das Team zusammenzustellen und so weiter. Und hoffe, dass ich weiter weit komme und nicht verkacken werde. Weil für jedes Mal kostet 15.000 mehr, um, ja, ihr wisst schon. Okay. Wenigstens ein Link hier hin. Weißt du, Team, das ist nicht gerade Premium, aber was soll ich machen? Oh, Carvajal oder Danilo? Carvajal. Chemie sieht gar nicht so schlecht aus. Ronaldo ist mein, Alter. Das ist jetzt ein Scherz. Dann nehme ich den, ja, ganz im Ernst. Boah, fuck, das ist so ärgerlich. Nicht mal einen goldenen, Alter. Thiago. Instant Thiago. Mir scheißegal, auf den Link, Mann. Boah, Alter, nice. Dann nehmen wir hier den guten... Ich weiß, ich mach grad nur Scheiße, aber vielleicht krieg ich dann noch später welche auf der Bank. Schau, Stürmer. Ich will eigentlich... Ich nehme Robert Lewandowski. Komm, jetzt gib mir nur eine Nummer, Benzema. Fuck off, Mann. Na, die Chemie ist nicht gerade Premium, aber ich glaube, das wird sogar eine ziemlich schnelle Teamaufbau. Was haben wir hier auf der Bank? Ja. Julio César ist scheiße. Dann lieber Pepe Reina. Weiter geht's mit dem... Also mit den Ersatzspielern. Boah. Das ist ja... Sanja. Ah, ja, ein Portugiese. Der hat einen guten Link auf Ronaldo. Ah, das verbessert sogar die Chemie. Auf 70. Ja, ich krieg hier gerade. Oh, ZOM. Ah, fuck, ich bin so dumm.
Ich habe ja kein ZOM. Scheiße. Ah, das war Kacke. Oh, Jesse. Prinz Boateng als. Lol, ich habe verschiedene Positionen. Lol. Dann nehmen wir den hier. Läuft nicht, würde ich sagen. Mit den Stürmern. Also mit den Ersatzspielern. Noch nicht so ganz geil. Was ist das hier? Portugies. Alter, was mache ich hier für eine Scheiße, Mann? Ganz im Ernst. Ja, ganz im Ernst, Alter. Ersatzbank ist voll für den Arsch. Ich glaube, ich werde doch noch ein Spiel machen jetzt zum Anfang. Boah, Alter. Bia nie. 94 Tempo. Junge, übertreib doch. Huh. Nice. Den nehmen wir rein. Und Bia. Wie? Ich krieg nur Scheiße. Dann nehme ich dann nicht mehr welche mit Pace unten, Alter. Ja, jetzt kommt noch mal schön Sanchez. Nice. Ja, ich weiß. Ich hab voll die Scheiße hier. Dann nehme ich einen Spanier. Footdraft-Übersicht. Top-Spieler. Ja. Ja, es könnte besser sein. Aber ja. Habe ich einen guten Mittelfeldspieler? Natürlich nicht. Ganz im Ernst. Ich kann auch Moutinho. What the fuck, was war das jetzt? Oh, dann krieg ich minus 4 Chemie. In der Position wahrscheinlich, gell? Scheiße! Ja. Ist nicht so geil. Ronaldo als Kapitän ist zwar nicht schlecht, aber an sich habe ich, wie man sieht, keine Ahnung von Footdraft. Hauptsache ich habe Lewandowski und Fix vorne rumstehen, ey. Da bin ich mal gespannt. Was er für ein Team hat. Ja, hat auch Ronaldo. Und Neymar und Benzema. Junge, Alter. 95er Chemie ist nicht schlecht. Ich habe 72 Chemie. Das ist jetzt nicht so geil. Und er hat direkt. Hier. Den hätte ich auch gern gezogen. Und er hat 4-3-3. Was perfekt reinpasst. Die Spieler, die ich habe, hätte ich auch keinen 4-3-3 gehabt, ey. Ätzend, ey. Erstes Footdraft. Spiel. Direkt im Nebel. Ja. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Weil, ansonsten bin ich hier ganz schnell raus. Ganz schnell raus. So, da läuft jetzt Dings. Ja, alle in der Vorwärtsbewegung. Alle. Oh. Hat er nicht schlecht gemacht. Muss ich mir lassen. Das ist nicht geil. Oh, übertreib, Alter. Fuck off, Alter. Alter, der war abgefälscht von einem Spieler. Ja, es könnte besser sein, das Team. Hallo, wer ist mein Spieler? Ja, und dann lässt sich abfertigen wie so ein Schuljunge, Alter. Tschüss, ey. Oh, meine Kopfhörer haben mich gerade wieder entschlossen, sich aktivieren zu lassen. Und sorry, dass ihr vielleicht den Kommentar ganz leise hört, aber das liegt daran, dass ich ansonsten keinen Sound habe, weil meine Kopfhörer sich
nur bei Sound irgendwann deaktivieren und die brauchen, ich glaube, das liegt daran, dass sie Stimmen brauchen, damit sie sich aktivieren. Alter, geh mir noch auf den Sack hier. Nice, Alter. Ist klar, und dann lässt sich abfertigen wie so ein Schuljunge, Alter. Alter, was ist das? Mein Team spielt. Ja, es ist klar, dass ich scheiße in mir, aber trotzdem, Mann. Die spielen ja wirklich scheiße. Ja, Elfmeter. Ich grätsche, der macht ein Roulette, fällt in meinen Spieler rein und es gibt einen Elfmeter. Ja. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. War scheiße. Es sieht nicht gut aus. Ronaldo spielt, als hätte er Tempo 70 oder so. Oder 90. Ich schwör's dir, der spielt scheiße. Und das ist Ronaldo, Alter. Und ich in den Kacklappen. Ja, läuft Benzema. Ja. Ist klar, jeder Pass kommt direkt an, Alter. Alter, das ist so lächerlich. Dann kann man nur so einen Lack beim Ziehen haben, Alter. Was bringt mir das, ich Ronaldo habe, wenn meine Spieler spielen wie Hund vor Scheißdreck, Alter. Und wenn der Lewandowski sich einfach verarschen hat von so einem Kackpratzen von Lappen, ey. Auf zu flennen, Pussy, Mann. Ganz im Ernst. 72er Schmied ist einfach scheiße, weil die Spieler dann alle scheiße spielen, ey. Ja, da passt eh flach. Solche Lappen passen immer flach, ey. Guck hier. Der macht jedes Mal funktioniert alles, was er macht. Juckt mich nicht. So. Nein! Nein, habe ich gesagt, Alter. Boah, der drückt ja nur den Tricksknopf, Alter. Ja, easy, du den mal abfangen, weißt du, als wär's, Boah! Ecke geben. Ja, genau, gibt nichts. Mal hier langsam mal ein bisschen Offensivpower ranlassen, am Ende. So. Ja. Das ist ein Thema Offensivpower, Alter. Du sollst dich. Oh, ich weiß, der Typ, der führt mich vor. Ich guck nur zu. Wie meine Spieler nichts tun. Hier. Wie meine Spieler sich bewegen wie Steinblöcke, wie Zement. Meine Spieler bewegen sich wie Zement. Und dann bitte sowas. Ja, ab deine Mutti steht im Abseits. So überall und überall, ey. Ja, Angeber, Alter. Du kannst nichts machen. Und dafür gibt er direkt einen Foul. Oh. Wenn du einen Football kein Glück hast, kannst du eigentlich direkt aus dem Turnier aussteigen und einfach den Punkt, den du da, diesen Footdraft, den du da
diesen Point, den du da benutzt hast, den Token kannst du direkt zerreißen, in den Müll schmeißen, auskacken, auskotzen, weil für den Arsch. Ist einfach so. Lass doch mal an. Kommst du nicht dran? Meine Spieler sind alle stehen 1000 Meter weg. Ich kann FIFA sowieso nicht. Und wenn ich dann noch ein scheiß Team erwische. Was kriegt Gelb-Rot? Juckt mich nicht. Tschüss. Ja, interessiert mich nicht. Sorry Leute, aber es interessiert mich gerade wirklich nicht. Ob er hier eine Karte hat oder nicht. Ich bin eh flach. Nein. Premium, Alter. Ja, ich drücke auf Pass und juckt ihn einfach nicht. Ich liege auch zu Recht zurück, muss ich sagen. Aber es ist nicht so, als würde ich hier unverdient zurückliegen. Ich liege ja wirklich zu Recht zurück. Deutlich. Ich muss ein bisschen was tun. Auch wenn es eh nichts bringt und die Chemie eh noch beschissener ist. Ja, der Pass war so gut. Der Pass war noch besser, dass das schon wieder scheiße war, der Pass. Ja. Pass wie aus dem Bilderbuch, nicht. Nein, Ronaldo. Nein. Man kann es doch übertreiben, Mann. Alter, komm, schieß dich da, Mann! Was ist das? Pfeifst du direkt alles? Na, ist klar, Alter. Erstes Spiel und ich verliere direkt. Ja, die... Oh. Nein, eben nicht. Dabei war nicht bevollständig hinter der Linie. Schon mal instant eine Fehlentscheidung, Alter. Alter, mein Team ist so kacke, Alter. Ja. Leute, mein Team ist kacke. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, aber was soll ich machen? Ich hatte einfach Pech in den Spielen. In den Spielen, die ich bekommen habe. Und Einzelspieler machen es halt dann einfach doch nicht. Ich kann nicht mal dribbeln, dafür bin ich so blöd. Ja, das habt ihr doch manchmal berührt, Mann! Und wenn der Mann ist, kann er nicht schneller sein, Mann! Alter, ey.
Der Ball rollt einfach. Den kriegst du. Oh, ein Ehrentor, Alter. Ein Ehrentor. Zumindest das, zumindest ein Ehrentor, ey. Und wenn ich schon spiele wie Rotze, Alter, dann, krieg ich wenigstens ein Ehrentor zusammen, ey. Aber meine Spieler trotzdem nichts machen. Alter, das ist so schlecht! Körperlertesting, hast du der. Oh, nein, nicht aufregen. Nein? Wie kann der reingehen? Alter. Ist mir jetzt so scheißegal, Mann. Ja, gib mir die Karte, du Hurensohn. Ich juck mich jetzt nicht. Pass. Ja. Ja, was reicht in die Füße von der Gegner, Alter? Das ist so dieses Foot, Alter. Ohne Spaß. Alter, mein Team ist so schlecht. Den Ball krieg ich eh nicht. Ja, den Ball aber nicht. Felipe Melo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lewandowski. Gut gemacht. Das ist so lächerlich, diese Scheiße hier, ey. Alter, das ist so lächerlich. Kannst machen, was du willst, ey. Mit der schlechten Chemie funktioniert einfach nichts. Mann! Keine Lust, diese Scheiße, Mann. Ja. Ich hab nicht mal trotzdem Pasta, weißt du? Aber irgendwas machen. Funktioniert eh nicht. Tor, 4-2. 4-2, Mann. Lächerlich, ja. Scheiß Spielmodus. Das ist erstes letzte Mal, dass ich Footdraft spiele, Alter. Kommt aber nichts an. Dann kann ich auch nicht mehr gegen was machen. Weil aber nichts ankommt.
Ist eh Müll drinne. Ich hab die ganzen Objekte nicht verdient. Habe sie alle nicht verdient. So. Hab sie alle weggemacht, weil ich hab sie alle nicht verdient. Ja Leute, das war's mit dieser Folge. Hab gemerkt, Football ist nicht mein Ding. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.